Hallo und herzlich willkommen zu einem Spiel, auf das wir hier schon längere Zeit gewartet haben. Es gab schon 3 Videos aus unserer fantastischen Gaming-Community dazu, wo die Detailfeatures diskutiert wurden. Aber jetzt ist es soweit, die Early Access-Phase beginnt und wir dürfen das euch jetzt schon mal zeigen. Da freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr drüber und würde sagen, jetzt plappern wir auch nicht so viel. Wenn ihr selber spielen wollt, Link ist in der Videobeschreibung zum Spiel und zur Early Access Version dann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das dann auch dann in Kürze selber mal anschauen wollt. Das ganze Spiel ist eine interessante Mischung aus Spielen der Vergangenheit, möchte ich sagen. Aber es gibt da einen kleinen Kippschalter, der es dann auf deiner Seite wunderschön macht, was ich damit meine und was Tokens in einem Spiel zu suchen haben und für wen dieses Spiel ist, das zeige ich euch in diesem Video. Also viel Spaß bei einem neuen Eisenbahnspiel hier bei Garderol. Gute Unterhaltung. Ja, wir legen auch direkt los. Ich zeige euch nur kurz die Einstellung, die ich vorgenommen habe. Es gibt also hier schon unterschiedliche Sprachen und bei der Grafik sind wir... Oh, was ist denn hier los? FXA, Schatten gehen wir auch eben auf hoch, ne? Nicht, dass wir da hier V-Sync immer aus, kennt ihr ja. 60 FPS, klar, eh klar. Und wir spielen hier auf 1440. Das hat zur Folge, dass das Menü leider sehr klein ist, muss ich euch ein bisschen vorlesen. Aber ich habe da mit dem Entwickler regen Kontakt und das hier können wir jetzt auch noch hier, weiß Gott, wie hochdrehen. Aber im Moment sieht man davon im Spiel noch nicht so viel. Dafür ist das Spiel trotzdem schon wunderschön. Ja, wir können Karten selber bauen, Karteneditor bauen. Legen wir direkt einfach mal ein neues Spiel an. Ich würde sagen, wir machen die erste Karte ein bisschen größer. Das hier ist jetzt eine eingeschränkte, eine Showcase-Version, damit wir euch das Spiel schon ein bisschen zeigen können. In Wirklichkeit wird das Spiel natürlich am Ende viel mehr Features haben. Ich glaube, man kann nur eine Ära spielen und solche Dinge mehr. Wir lassen uns ansonsten mal hier so ein bisschen auf den Einstellungen, die schon da sind, und generieren die Karte. Tutorial bleibt an. Das Tutorial führt uns so ein bisschen ein, auch wenn wir da die blöden Kamerabewegungstests und so weiter mitmachen müssen. Kriegen wir dafür Tokens und Tokens sind, wie ich eben schon mal angedeutet habe, ein nicht unwichtiger Teil im Spiel. Kurze Info zu mir, ihr habt ja gesehen, unser Programm im Herbst, das wird mega, dieser supergeile Trailer und dann kam plötzlich erstmal nichts von mir, lag einfach daran, dass es mich gesundheitlich erwischt hat, ihr hört es vielleicht auch noch und wenn man mit der Stimme arbeitet, sollte man die auskurieren und wenn man selbstständig ist, sollte man vor allem nicht den Fehler machen, seine Krankheiten zu verschleppen, dazu neigen selbstständig. Deswegen habe ich mich einfach mal wirklich 2 Tage aufs Sofa gelegt. Etwas sehr Ungewöhnliches. Also als ich abhängig beschäftigt war, war ich 16 Jahren einen Tag krank oder 2 vielleicht in 16 Jahren. Ja, also an 2 Tagen einen gelben Schein geholt von 16 Jahren Arbeit. Und also daran seht ihr, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber ja, mir geht's besser, keine Sorge. Und ja, die Karte generiert hier am Anfang und... Da habe ich jetzt eine große Karte genommen, dauert das ein bisschen was. Was wir hier übrigens sehen, wir haben, die Übersetzung ist noch nicht ganz vollständig, wir haben da teilweise unvollständige Texte drin und ich springe jetzt einfach mal zu dem Punkt, wo die Karte, nee, da geht's weiter. Ich finde es übrigens interessant, dass nicht viele Spiele diese Idee hat, einfach mal einen Ladeschirm zu machen, der so aussieht. So, ja. Vergleiche übrigens, ich sehe es ja schon wieder kommen mit, aber das und das ist doch viel besser, spart euch das einfach, das gehört nicht hierhin, denn wir betrachten nicht jedes Spiel einzeln und fair und von Anfang an. Denn jedes Spiel hat auch eine andere Zielgruppe, andere Ideen, was es tun soll, was es nicht tun soll. So, also, wir sind jetzt hier im, kriegen jetzt erstmal direkt hier 10 Geldeinheiten, dann werden uns hier die Aufgaben erklärt, das gehen wir mal sehr schnell durch. Dann können wir hier zoomen, das wird es auch erklärt. Wir können mit der mittleren Maustaste oder so können wir die Maus drehen. Dann sehen wir hier, wer ist die, können wir alles machen. Und da sehen wir auch schon die unterschiedlichen Währungen. Und hier sehen wir unser Aufgabenmenü, so nenne ich es jetzt mal. Entschuldigung, wenn meine Stimme, wie gesagt, noch nicht ganz wieder da ist. Wir arbeiten dran. Oder wenn ich gleich mal niesen muss oder so. Wir können, und das ist jetzt eine der ersten Sachen, die hier dieses Spiel etwas besonders machen, würde ich sagen. Übrigens, FPS geht jetzt in der Aufnahme sehr stark runter. Ihr seht hier
die ganzen Orte, die ganzen Waren. Wir haben eine große Map genommen, deswegen ist wahrscheinlich auch die FPS ein bisschen im Keller, aber es ist ja auch noch sehr, sehr frühe Version. Und was ich immer wieder sage, was mir kein Mensch glaubt, Performance-Optimierung finden immer ganz am Ende statt. Wir können jetzt Gelände bearbeiten. So, und jetzt werden einige hier ein Retrofleisch bekommen, denn auf der einen Seite können wir uns das gleich wunderschön hier nah ansehen, das ersparen wir uns noch. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Option zu sagen, wir switchen in diesen Modus und den kennt ihr alle, das ist ja wirklich der klassische ach, ihr wisst, was ich meine. Modus, damit wir, sagen wir mal, sehr übersichtlich sehen können, was wir denn hier editieren, wenn wir das Gelände editieren. Und da werden wir jetzt aufgefordert, wir sollen mal hier einen kleinen Hügel machen. Und dann sage ich mal, hier dieses Dorf hier, das soll hier ein wunderschöner Hügel sein. Dann können wir hier so einen kleinen Hügel hinbauen. Und wenn wir dann zurückswitchen, dann sehen wir auch hier noch so eine Baufläche und sehen aber auch hier, wie so ein Hügel entstanden ist. Wir gucken das gleich noch näher an. Aber für das wir unsere erste Strecke bauen, und zwar zwischen Remscheid und Frankfurt. Das sind also in der deutschen Übersetzung Deutsche, meine Stimme ist halt noch nicht wieder da, deutsche Orte. So, Frankfurt, da sind die Würstchen und da sind die Remscheider. Das ist zu verbinden. Dazu gehen wir hier auf das Schienenmenü und wählen den Bahnhof. So, jetzt ein paar Dinge, die ein bisschen anders sind. Wenn wir jetzt hier versuchen, einen Bahnhof zu legen und ich mache den einfach mal so hier, sehen wir nicht genug Platz. Wenn wir den hier hinlegen, geht nicht, weil es eine Steigung im Gelände. Das heißt, wir müssen hier schon hingehen und das Gelände anpassen, damit wir überhaupt einen Bahnhof bauen können. Ja? So, gehen wir hin und sagen, ich möchte das hier ausgebaut wissen, so dass wir hier ein schönes Plateau haben, wo wir, das weiß glaube ich, Murks. Wenn ich das hier wegmache, ich glaube, da fällt das Gebäude zusammen. Und da ich jetzt nicht genau weiß, ob das das Stadtarchiv von Remfort ist, lasse ich das mal lieber. So, gehen wir mal hier. Upsalalala. So, jetzt versuchen wir nochmal den Bahnhof hinzubauen. Und das Blöde ist jetzt, dass wir den jetzt hier nicht... Also, bauen wir noch ein bisschen weiter. Das ist jetzt gerade am Anfang ein bisschen blöd, weil es schon Zeit wegnimmt von anderen Dingen, die ich euch gerne zeigen könnte. Aber warum baue ich das hier breiter? Ich könnte ja auch einen mehrgleisigen Bahnhof bauen und damit wir das direkt schon richtig haben, hier machen wir das direkt mal richtig da dran. Ne? So, jetzt aber. Gut, bauen wir Bahnhof, gehen wir hier hin, bauen wir, ups, warum macht er das? Naja, ist doch eine frühe Version. So, gehen wir hier hin. So, Bahnhof kann eine bestimmte Länge haben. Wir gehen einfach mal hier rüber und nehmen dann diese Häuser noch mit. Dann haben wir hier einen kleinen Kopfbahnhof und dann bauen wir einen zweiten Bahnhof hier in Frankfurt. Und wenn wir mal gucken hier, das wird ja nur ein kleines Stückchen. Also versuchen wir den mal hier hinzubauen. Und der Bahnhof kann immer nur eine bestimmte Länge haben. Und das kann ich schon mal verraten, kann auch erweitert werden. So, dann verbinden wir das Ganze. Und das ist jetzt wirklich so wie Schiene und Straße oder ne, so diese Spiele in der Richtung. Schiene legen, eigentlich sind wir jetzt schon fertig. Aber was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Depot. Depot, damit wir hier Züge starten können und dann machen wir einfach mal, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir wollen das wahrscheinlich auch zweigleisig machen. Stellen das einfach mal ein bisschen abseits. So, da seht ihr hier, wir haben die verschiedenen Quests, wir können die auch anpinnen, wenn wir sagen hier, wir wollen diese Quests hier immer sehen und da sehen wir hier, erste Strecke 5 von 8 und hier lassen wir auch mal offen das Dampfzeitalter, das passiert nämlich mit diesen Tokens hier, die müssen wir uns erarbeiten. So, also Strecke, Lokschuppen, jetzt müssen wir eine Lok kaufen und da geht es auch schon los. Wir haben also hier eine Leiste 290 PS Lok, die sollen wir kaufen, Gewicht 23 Tonnen und hier haben wir eine Baldwin 460 und da sehen wir, die kostet Token. Und jetzt müssen wir überlegen, ob wir die Währung nehmen oder die Token und die Token sind natürlich auch, wie gesagt, wenn wir die nicht bekommen, kommen wir nicht ins nächste Zeitalter. Eigentlich eine ganz interessante Idee, müssen wir mal gucken, wie sich das dann mit dem Balancing verträgt, wie sich das auswirkt. So, dann sollen wir hier bei dem Pullman noch nehmen, dreimal. Aus irgendeinem Grunde hört ihr jetzt keine Spielgeräusche, ich weiß nicht warum. Ist ja nur eine frühe Version. So, jetzt haben wir einen Zug gekauft. Und eigentlich kann er jetzt losfahren, da ist er auch. Und den können wir jetzt sagen, starten. Oder wir können ihm sagen, was er tun soll. Wenn wir sagen, er starten, macht er eine Spontanfahrt. Märklin-Freunde kennen das vielleicht. Und, dann sollte er eigentlich loslegen, was er aber nicht tut.
Was er aber eigentlich tun sollte, legen wir ihm halt jetzt nochmal eben die Strecke an. Da können wir zum Beispiel sagen, er soll hier erst zu dem Bahnhof fahren und dann soll er zu dem Bahnhof fahren. Und wenn wir dann sagen, starten, sollte es eigentlich funktionieren. Wenn nicht, habe ich irgendwas übersehen. Was habe ich denn übersehen? Ein Lok, drei Wagen, Zug steht da. Sehr kurios. Also, das kann ich schon mal zeigen. Ihr seht hier, der hat auch eine... Der hat auch eine Mitfahrfunktion. Das heißt, ihr könnt später mal in dem Zug mitfahren. Und das wollte ich euch so schön zeigen, aber aus irgendeinem Grunde wieder nicht. So, fahren wir zurück. Habe ich möglicherweise da hinten... Das ist natürlich eine Sache. Kann ich sein? Nee, ist verbunden. Ist es vielleicht so, naja, das könnte halt sein, dass wir, das ist nämlich eine Sache, die habe ich jetzt gerade nicht bedacht, dann machen wir das mal eben. Jo, wir sind ja noch früh, also ich habe das schon ein bisschen reingespielt, aber da ist ja vielleicht, weiß nicht, vielleicht auch gar kein Fehler, ist nicht aufgetreten. Möglicherweise müssen wir es wirklich so bauen, dass das Depot von beiden Seiten rankommt. Was ich damit meine, zeige ich mal kurz. Kennt ihr auch schon aus anderen Spielen, dass das Depot sozusagen beide Teile der Richtung abdeckt. Das kann sein. So, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Alles eine riesen Baustelle hier. Ah nee, der Zug ist nicht gefahren, weil die Zeit stand, du Idiot. Eine kalte Nacht noch. Oh Mann, bin ich blöd. Okay, ihr habt den Monitor angeschrien. Jetzt bin ich wieder wach. Also ihr seht, ich bin auch wirklich noch nicht ganz wieder fit. Wir bauen mal schnell das Depot hier hin. So, natürlich jetzt zack, zack. So, dann nochmal Loks kaufen und Wagen kaufen. 1, 2, 3. Meine Güte. Und dann hier ist die Zeit stehen geblieben. Die lassen wir natürlich so. Und jetzt können wir uns das Ganze angucken. Und da können wir jetzt natürlich in diese Perspektive gehen. Und dann können wir entweder mit dem Zug mitfahren oder wir können uns das Ganze so anschauen. Und das ist doch cool. Da kann man doch wohl absolut begeistert sein. Ist das cool? So, der holt die ersten Fahrgäste ab. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter hier. Kann man sich doch so anschauen. Wir brauchen nämlich jetzt eine Begegnungsstelle. Und die funktionieren ein bisschen anders. Und jetzt, Achtung, Garderol versucht Gleissignalbilder zu erklären. Das ist in der Regel geht das ja schief. Aber nein, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet. Bis auf die Pause-Taste. So, was haben wir hier? Wir haben nicht das übliche Blöcke mit Fahrsignalen-System, sondern wir haben ein reines blockbasiertes System. Was ich immer wieder damals bei Transport Viewer, bei Train Viewer falsch gesagt habe, hier haben wir es in der Tat wirklich. Das heißt, wir müssen Blöcke komplett auflösen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel wollen, dass das nicht passiert, was der Zug hier gerade macht, müssen wir zwei Sachen machen. Wir müssen, was wir früher gemacht haben, wäre hier ein Signal hingesetzt und hier ein Signal hingesetzt. Da kann man hier draufklicken, in welche Richtung das wirken soll. Geht auch hier. Und dann sehen wir schon, diese Blöcke sind belegt. Also, hier kommt kein Zug rein. Der kann hier raus und der kann hier nicht rein. Warum nicht? Weil alles und die Weichen heben auch die Blöcke nicht auf. Das heißt, alles, was hier in dem Bereich von dahin bis hierhin geht, ist ein Block und ist nicht aufgelöst. Das heißt, wenn jetzt hier ein Zug kommt, der fährt hier überhaupt nicht in dem Bereich rein, bis der andere Zug hier nicht raus ist. Und das geht natürlich nicht. Also müssen wir Doppelblockauflösung oder einfache Blockauflösung machen, indem wir jeweils neue Blöcke nochmal erstellen. Auch hier wollen wir, dass der nur in die Richtung fährt. Und hier soll er nur in die andere Richtung fahren.
So, jetzt ist der Block aufgelöst. Das heißt, der einzige Block, wo kein Zug reinfahren kann, ist der, wo der Zug drin ist. Und schon haben wir das Problem mit den Blöcken beseitigt. Das Ganze machen wir jetzt hier auf für den Lokschuppen. So, da seht ihr jetzt, jetzt ist dieser Block belegt. Das heißt, in diesem Block kann kein Zug einfahren. Genauso sollte es sein. Ne? Also, ein bisschen anderes Blocksystem, beziehungsweise Blocksystem jetzt auch mal wirklich. Jetzt kann ich es auch wirklich mal sagen. Wir kaufen noch einen zweiten Zug und lassen auch den hier pendeln, denn ich glaube... Nee. Also, einen zweiten Zug brauchen wir nicht, aber ich mache es jetzt einmal for the sake of showing. Starten den mal. So, und dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zu den nächsten Aufgaben. Also, wie gesagt, 50 Passagiere. Erste Strecke bauen. Da können wir jetzt uns die Token abholen und 100 Zugmark. So, und hier sehen wir es jetzt. Also, hier ist rot. Weder in die Richtung darf ein Zug reinfahren, noch in die Richtung darf ein Zug raus. Und der Zug da vorne nimmt jetzt auch die richtige Richtung. Wir haben ein einseitiges Signal gebaut. Und da fährt er raus. Und die nächste Aufgabe ist jetzt insgesamt für 100 sollen wir 50 Fahrgäste abholen. So, und das Ganze ist natürlich viel imposanter, wenn wir das in dieser Kamera machen. Und jetzt ist hier schon einiges an Gewusel. Hallo Wusel. Und da geht es also schon ordentlich voran. Und das sieht doch wirklich cool aus, oder? Guckt euch das an. Ain't that awesome? Yes, it is. So, das ist die nächste Aufgabe. Und wenn es ein bisschen schneller geht, können wir jetzt natürlich sagen, wir machen hier einmal ein bisschen mehr Dampf auf dem Kessel und schauen uns dabei hier die Strecke an. Und das können wir hier unten, wo ich eben schon sagte, hey, warum fährt der Zug nicht? Wir können nämlich auch hier entsprechend das voll auflassen. Achtet mal auf die Signale. Und hört mal. Das ist ein geiler Sound, oder? So, das Signal klappt runter. Da ist der Block aufgelöst. Hier können wir rausfahren. Awesome. So. Genau. So, 46, 48, 50. Da können wir die Belohnung abholen. Und uns dann gleich der nächsten Aufgabe widmen. Und hier haben wir auch schon wunderschöne Winterlandschaft. Was gibt es Schöneres, als Zügen beim Fahren durch Winterlandschaft zuzuschauen? Wird auch hier entsprechend auf der Map symbolisiert, sag ich mal. Und auch bei den Geräuschen. Ich kann tote Züge sehen. So. Aufgaben. Lass uns einmal kurz warten, bis die nächste kommt. Wir sollen auf jeden Fall irgendwann hier 100 Token investiert haben. Und das ist also das Ziel hier. Und ja, jetzt können wir uns so ein bisschen anschauen, wie hier die Züge munter hin und her fahren. Oder wir können weiter ausbauen. Ich würde sagen, wir lassen mal ein bisschen Züge laufen und bauen schon mal ein bisschen was aus. Denn die nächste Aufgabe wird sein, dass wir Holz in ein Sägewerk transportieren. Deswegen schauen wir mal kurz, wo haben wir denn hier in der Nähe? Hier ist eine Werkzeugfabrik, die brauchen wir dafür auch. Das ist also sozusagen der Warenkreislauf, dass die Waren halt weiter transportiert sind. Lass es mal in dieser Ansicht, hier ist ein Sägewerk, da ist eine Werkstatt, da ist eine Mine. Das wäre, glaube ich, schon ganz gut. Ist natürlich eine relativ lange Strecke hier. Ist aber nah bei unserem bestehenden Güternetz. Und auf Anhieb sehe ich wegen der Werkzeuge sonst hier nichts weiter. Das heißt, wir können das einfach mal hier machen. Das heißt, auch hier wieder ganz normal gehen wir hin und sagen, wir wollen jetzt hier an diesem Bahnhof, an diesem Wald, wollen wir einen Bahnhof bauen und wollen da entsprechend das Holz abholen. Nochmal hier im Bahnhof hin und das wollen wir hier oben in das Sägewerk. Ist wirklich eine relativ lange Strecke jetzt, aber hey, who cares? So. Und wir verbinden das. Und da können wir natürlich jetzt überlegen. Wollen wir die Strecke ja, durch die Hügel hier, wollen wir die Hügel wegmachen? Wollen wir sie außen rum führen? Ich glaube, wir führen die in dem Fall mal außen rum. Ist natürlich auch schon schweineteuer hier. So. Und ja, wir brauchen wieder ein Depot. Dieses Mal wissen wir ja, was wir nicht falsch machen dürfen. Und wenn wir jetzt hier bei den Loks diese Lok kaufen, haben wir entsprechend schon mal 20 Token ausgegeben, die wir hier brauchen, um die Kampagne fortzuführen.
So, dann brauchen wir einen Wagen hier entsprechend das Holz zu transportieren. Nehmen wir mal 4. Und auch hier sagen wir jetzt einfach erstmal starten. Und dann fährt der Kollege los und holt hier das Holz. Jetzt hat er Platz für, sehen wir hier, 28. Das ist für euch ein bisschen blöd zu sehen. Holt das Holz da ab und fährt das hier oben rein. Was mir ja gerade ein bisschen Sorgen macht, ist, dass das Tutorial nicht weitergeht. Normalerweise sollten da jetzt die nächsten Aufgaben kommen, aber tun sie nicht. Das heißt, doch, da haben wir es. Darf ich mich vorstellen, ich bin Jack Tamiel, NBR Deputy Co. Unsere Gesellschaft plant, die Entwicklung der lokalen Industrie zu investieren, deswegen habe ich sie kontaktiert. Zuerst müssen wir Holzstämme an unsere Sägewerke liefern. Wälder sind überall herum, also sollte es kein Problem sein, sie zu finden. Wenn es ihnen gelingt, bezahlen wir sie gut. Das ist das Problem, wenn man Community-Übersetzung macht, ne? Also Wälder, Forests are all around, übersetzt in Wälder sind überall herum. Und hier Schreibfehler, keine einheitliche Groß-Kleinschreibung. Naja, so. Aber es ist toll, dass die Community sowas mitmacht. Wir sollen also jetzt können wir hier antackern mit dem kleinen Ding hier. 100 Holzstämme sollen wir transportieren. Und ja, so die Holzstämme müssen dann anschließend ins Sägewerk von Esslingen. Das wird also die nächste Aufgabe, denke ich mal. Wäre schön. Ja, also, ich würde sagen, ich lasse das jetzt erstmal hier die 100 Baumstämme transportieren. Wir sehen uns dann wieder, wenn die 100 Baumstämme angekommen sind. Und das heißt, das nächste Video gibt es natürlich dann in aller Kürze. Und ja, also, was denkt ihr? Freut ihr euch schon auf Maschinki? Also, wir haben uns ja schon sehr, sehr, sehr lange mit diesem Spiel befasst und uns das angeschaut und alles. Und also, wir lieben ja Eisenbahnspiele und wir können ja quasi gar nicht genug davon bekommen. Wir können auch in der Lok mitfahren. Ist ja jetzt eine andere, den gucken wir uns ja auch mal kurz an. Und da bewegt sich echt alles und das ist ein sehr, sehr schöner Grafikstil. Das muss man echt mal sagen. Ja, bei diesen wunderschönen Aufnahmen sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder, wenn die 100 Baumstämme da sind, hier im Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Lasst gerne ein Abo da und ich würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr das allen euren Freunden empfehlt. Danke fürs Zuschauen. Ich lese alle Kommentare. Ich gebe jetzt erstmal die Nase schneuzen und dann nehme ich weiter für euch auf. Bis dann. Tschüss. Wir machen natürlich Schluss mit Bahnimpressionen, ist ja klar.